Okay, kurzer Shopping-Trip beendet. Rhys trägt jetzt ein Kurzschwert, weil er ist nun mal ein Prinz und braucht damit ein echtes Schwert. Damit kann er auch kräftiger morden. Sein Schaden ist jetzt leider nicht mehr ganz so extrem, dafür ist seine Verteidigung besser. Denn mit einem Kurzschwert kann man halt auch mal nun ja einen Angriff parieren. Zum Beispiel ein Feuerball, der auf einen auf das Gesicht zufliegt. Zumindest funktioniert es so. Dadurch ist er natürlich jetzt auch viel langsamer und wir können keine zweite Waffe mehr nehmen, weil ein Kurzschwert, ja, wie man links sieht, mit zwei Händen gehalten werden muss, anders als ein Messer. Denkt besser nicht darüber nach, sonst kriegt ihr nur Kopfschmerzen. So. Und Mjö kann stattdessen immer noch zwei Jägerklauen benutzen und hat diese Force Boots gekriegt, die anscheinend von der Macht beschützt werden, darum ist ihre Verteidigung etwas stärker und sie ist sogar noch ein bisschen schneller geworden und ihr Schaden ist immer noch phänomenal hoch. Das bedeutet jetzt, ja, Augenblick, so, rausgehen hier, dass sobald ich übernachtet und gespeichert habe, wir noch einmal in die Ruinen Norakios hineingehen können. Nur diesmal halt wirklich. Ja, ja, er erzählt uns wieder mal über diesen tödlichen Winter, der plötzlich hier aufgetaucht ist. Und die Fischerleute daran hindert zu fischen. Ja, ja, ihr halt alle hungrig und so, ihr euch ist kalt. Los, naja. Schnappt euch doch mal eine Fackel. Oder jeder schnappt euch jetzt mal eine Fackel, Hämmer und Werkzeuge und geht zu dem Fluss. Ich meine, dem See oder Meer oder was immer das ist, das dazugefroren ist. Und dann sorgt ihr dafür, dass ihr ein bisschen fischen könnt. Dann wärt ihr immer noch hungrig, hättet ihr aber weniger Probleme. Falls das hingegen eine Art See sein soll, dann werden sie ja nicht gerade Treibnetzfischerei betrieben haben. Und dann verstehe ich das noch ganz weniger hier. Aber hey, so, wir sind nicht mehr giftig. Wo ist nochmal, was war nochmal das richtige Symbol? Ah ja, genau. Trinkkelch oder was das ist. Hier können wir pennen. Hier, du willst bestimmt Geld von uns sehen. Und dadurch, dass wir bezahlt haben, dürfen wir speichern. So. Und weiter geht's. Na, was soll's. Ich will nicht mehr auf diese armen Fischer hier rumhämmern. Schließlich erfahre ich durch den mageren Text nur gerade so viel, dass ich mich wundern kann, ob die bloß zu dumm oder zu faul sind. Und das ist ein bisschen unfair. Ich gebe hier wieder den Programmierern die Schuld. Die hätten ja nicht viel mehr machen müssen, als das Fischerdorf nah genug an den See, den Behälter mit Flüssigkeit dazu postieren. Man hätte gar nicht erst darüber nachgedacht, wie unsinnig das alles ist. So. Hier, die Ruinen da oben sind eher ein Fischerdorf als das eigentliche Fischerdorf. Das finde ich witzig. Okay, wir haben das unsichtbare Tor, die Ruinen Orakios gefunden. Und Prinz Rhys ist immer noch so darauf verkrampft, seine Verlobte zu finden und zu retten und die Lyanna zu vernichten, die es gewagt haben, seine Verlobte zu entführen, dass ihm gar nicht so richtig auffällt, wie unheimlich diese Ruinen eigentlich sind, überall diese Maschinerie und so. Und die Viecher regen mich schon wieder auf. Aber ich kann nur noch einmal angreifen und richte fast genauso viel Schaden an, sogar mehr Schaden als... Naja, das ist es, was ich meinte. Es wird einem zwar im Menü gezeigt, dass die Angriffskraft gestiegen ist, wenn man zwei Waffen hat, aber in Wirklichkeit hat man nur die Angriffskraft der kleineren Waffe mal zwei. Das heißt, man kann zweimal zuschlagen, aber der individuelle Angriff ist trotzdem schwächer. Warum ist das gar nicht so schlecht, was ich hier gemacht habe? Rhys ist jetzt halt nur einfach ein Schwertkämpfer. Nicht mehr ein Pistolero mit Messer in der Hand. Okay, gut. Der Nachteil ist natürlich jetzt, ich kann auch nur mal ein Viech angreifen. Und den Viech da oben können wir nicht erwischen, weil die Schnecke uns im Weg ist. Okay, das akzeptiere ich jetzt mal so. Wir haben jetzt eh keine Schusswaffen hier, mit denen das noch weniger Sinn machen würde. Aber wie, wenn ihr euch erinnern konntet, mit dem Nadler konnten wir die Viecher in der hinteren Reihe treffen, weil das eine Fernreichweitenwaffe war. Also ganz so dumm waren die Programmierer also anscheinend doch nicht. Man findet immer Logik an den unmöglichsten Stellen in solchen Spielen. Naja, an sowas denken die hier. Ein Fischerdorf wird dann plötzlich 300 Kilometer landeinwärts gesetzt. Fern von jeder Wasserquelle.
Okay, marschieren wir mal weiter durch das Labyrinth hier. Oh, eine Schatztruhe für unsere Mühe. Ach ja, jetzt dürfen wir uns wieder vergiften lassen. Naja, hilft nichts. Wir müssen so schnell wie möglich ausradieren hier. Oh toll, hör auf uns anzufackeln. Oh, natürlich. Der letzte Überlebende vergiftet uns noch. Na gut. Jetzt kann ich zumindest warten. Oh, noch ein Diamante. Das ist praktisch, dass wir jetzt einen Platz mehr haben für Items. Zumindest können wir jetzt durch die Wirkung des Gifts warten. Und müssen nicht sofort dagegen eintreten. So, du, Lady, packst diese verdammten Pseudoratten weg. Und Reeves, du haust auf die Schneckatte hier ein, diese Rattenschnecke. Ja, ha, toll. Zumindest können sie uns jetzt nicht nochmal vergiften. Weil einfach so lange, wie es möglich ist, muss ich mir darüber keine Sorgen machen. So. Jetzt gehen wir hier mal wieder lang. Ja, so kann man ein Spiel auch künstlich verlängern. Einfach alle 2 Sekunden einen neuen Kampf anzetteln. Ach ja. Ach, diese schönen Labyrinthe hier. Ist das nicht herrlich? Und jetzt bin ich bestimmt wieder am Anfang zurück, oder? Warum haben die Oriakianer das eigentlich so komisch gebaut? Wollten das sehen, die, dass sich ja jeder verläuft? Konnten die fliegen und darum haben sie sich nicht darum geschert, oder was? Ich weiß ja, die eigentliche Antwort ist, weil die Programmierer es so wollten, aber das ist auch eigentlich Fusch, muss man sagen. Statt die Dungeons länger zu machen, macht man sich einfach verwirrender. Oh toll, wir können nicht mehr tragen. Naja, dann kann ich ja jetzt doch ein Anti-Doof einsetzen. Mal sehen, wer braucht's eher. Naja, sie, weil sie weniger Trefferpunkte hat. Ah, oh, wow. War jetzt ein Satz mit X. Na ja, mal sehen. Und wieder Angriff. Oh komm, ihr Selbstmörder, geht aus dem Weg. Das ist ja wohl wirklich peinlich. Jetzt geht's... Oh, nicht schon wieder. Na gut, gehen wir jetzt diesmal nach links. Wenn die mich mal lassen. Ja, das ist gut. Seht ihr, darum sollte man sein Antidot so lange wie möglich zurückhalten, statt es jedes Mal einzusetzen, wenn man vergiftet wurde. Und hier geht's nach draußen. Okay, gut, wir haben den Ausgang gefunden. Gucken wir, ob wir noch eine Schatztruhe finden hier. Oder ob das bloß in die Irre führt. Und schon bereue ich das. Naja, gut. Okay, jetzt müssen wir sie aber übrigens bald heilen. Noch geht's, aber wenn wieder so eine Lobo-Gruppe angreift, könnten wir das bereuen. Na, wie lange? Eine Sackgasse. Na toll, dann bin ich ja froh, dass ich jetzt nicht hier... Ach, kommt. Hauen wir hier mal ab. Okay, hier kann man so wenig machen. Das Viech hinten greift mir nicht an und die sterben sowieso zu schnell. So, hier geht weg. In der nächsten Runde machen wir dich auch fertig. Gut. Nur, dass Milieu jetzt viel schneller ist. Können wir dem Viech dann ein paar Ohrfeigen mit unseren Klauen verpassen, bevor es reagieren kann. Und jetzt gehen wir mal da diese Treppe hoch. Und verlassen die Ruinen von Orakio. Und auch wenn es mich nicht wirklich stört, weil ich in unserem Zustand würden wir wahrscheinlich verrecken. Aber, yep, wir haben es geschafft. Wir sind draußen, irgendwo in einer Wüste. Und wir haben wieder mal keinen Endboss gesehen. So, gucken wir mal auf unseren Monitor. Naja, alles leer, wie üblich. Aber ich würde mal sagen, wenn ich jetzt raten müsste... Gut, Siedlungen sind wahrscheinlich in der Nähe von Flüssen in so einer... Wüste, da ist es ja normalerweise heiß und trocken. Oh. Also werde ich jetzt mal hoffen, wirklich, wirklich hoffen, dass die Knilche, die das programmiert haben, mal Gnade zeigen und
mal hier nach Logik gegangen sind. Das wäre nämlich echt dufte von euch, liebe Programmierer. Ach, jetzt hört es auf zu wirken. Na gut, das hat bisher funktioniert, also beschwere ich mich nicht. Und ey, hier ist ja noch ein Tempel. Gehen wir mal rein. Ding, ding, ding. Sind das Triangel? Eine donnernde Stimme kommt von oben. Nur Layana erlaubt. Haut ab, nicht Layana. Na ja, gut. Das Übliche, das kennen wir ja schon. Dann machen wir uns mal auf den Weg nach Süden. Weil hier werde ich bestimmt nicht, so weit ab wie von jeder Stadt, wo ich speichern könnte, versuchen, alles zu erforschen. Und hier ist schon wieder ein neuer Tempel. Ach, ja. Ich bin mal gespannt, was die hier darstellen sollen. Teleporter? Eingänge zu irgendwas anderem? Gut. Diese mysteriösen Layana haben wir die ganze Zeit nicht gesehen, was natürlich dumm ist. Aber hey. Oh, wir sehen mal, was für Monster wir haben. Und... Oh, oh, das ist doch nicht wahr. Schon wieder? Um Himmels Willen. Wir haben das Vieh hier, diese komischen Schneckenratten, doch gerade erst getroffen und schon... Sehen die es für notwendig, eine neue Art einzuführen mit anderen Farben? Und dann statt Nail heißt es... Flail oder so ähnlich. Wow, man merkt, die haben sich wirklich Mühe gegeben. Und zumindest sind die Viecher nicht gefährlicher als die anderen. Oh, und die normalen gibt's hier auch. Also, wozu dann die blauen? Ach ja. Gucken wir mal auf den Monitor, wo wir sind. Oh ja, beinahe wäre ich schon daran vorbeigelaufen. Muss mich noch daran gewöhnen, dass die Karten hier ein bisschen kleiner sind, als ich das gewöhnt bin. Da, 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 da. Wir marschieren durch die Wüste und haben Wasser gefunden. Ja, ja, ja. Hier will ich mal vorsichtig sein und die zuerst erledigen. Die können uns vergiften. Das Viech mit dem Nagelzahn kann das nicht. Und los. Oh ja, lasst uns mal Nägel mit Köpfen machen. So. Eingehämmert, du kleiner Nail, du. Und hier sind wir. Mal gucken, ob wir hier irgendwas... Tatsächlich, da oben ist was. Und du, Selbstmörder, gehst wieder weg. Wow. Tatsächlich, Logik hat uns weitergeholfen. In einem JRPG. Da schau mal einer an.